Die Fahrscheine bitte. Ja. Bling. Die Berganstalt von Dr. Marcel verfügt über ein Wäscheliftsystem, das die Patienten benutzen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, hinter dem Rücken der Wächter. Das Wäscheliftsystem wird von Herrn Mantel bewohnt. Der wohnt in einem Regenschirm, in einem aufgespannten. Der war mal da. Mit den nötigsten persönlichen Gegenständen wie Zahnbürsten und einem Wecker und so weiter ausgestattet hat. Und Herr Mantel hat so lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, dass alle Farbpigmente aus ihm ausgelaufen sind. Der ganze Sachverhalt ist so krude und an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich frage, warum mich nie jemand danach gefragt hat, was das überhaupt alles für ein Quatsch ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich sind einfach so viele bescheuerte Annahmen getroffen worden von mir hier an dieser Stelle, dass man einfach abschaltet und denkt so, ach egal, jetzt akzeptiere ich das auch noch. Und so kam es nie dazu, dass mich irgendjemand gefragt hat, ob es überhaupt sowas wie Wäscheliftsysteme gibt in alten Häusern. Wahrscheinlich nicht. Aber der Raum ist ein gutes Beispiel dafür, mit wie wenig Animationen man halt Bewegungsillusionen erzeugen kann. Ich habe tatsächlich nur immer eine Grafik im Hintergrund vorbeigeschoben. Eine nette Sache, die ich noch erzählen kann, ist, dass Jens Andresen, der den Herrn Mantel gesprochen hat, zu den Aufnahmen extra so ein falsches Gebiss mitgebracht hat. Falsche Zähne, damit, weil er mit dem Gebiss halt irgendwie so klang, als hätte er keine Zähne mehr. Tatsächlich hat er also zweimal zwei Zahnsätze im Mund und nicht keine Zähne. Jens hat die Zähne übrigens zu den Aufnahmen von Harveys Neue Augen wieder mitgebracht. Wahrscheinlich hatte er sie 3-4 Jahre lang nicht im Mund. Hoffen wir mal, dass er genügend Corega-Tabs hatte. Tut mir leid, ich war gerade hypnotisiert von der Wand da hinten. So, ich würde gern... Na, wie ist das hier? Kommen wir mal raus. Da kommt der nächste Ausgang. Aha. So, jetzt kommen wir hier raus. Frage ist jetzt... Ah, da kommen wir runter. Alles klar. Wir wollten... Ach, Mann, jetzt kommen wir hier gar nicht durch. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass... Genau. Ich erinnere mich wieder zum Teil. Wir müssen dafür sorgen, dass wir was Weiches haben, wo wir drauf landen. Was? Wo sind die hin? Können wir das ansehen? Das ist mit Abstand das Weiche. Ja. Kann man hier voll crunchen. Im Bett darf man aber keine Chips essen. So viel dazu. So. Jetzt wird dieses Laken abgeholt. In die Wäschekammer buxiert. Und dann haben wir was Weiches, worauf wir landen können. Probieren wir einfach mal aus. Gehen wir mal raus. Jetzt gehen wir wieder zurück. Okay, so einfach ist es dann. Kann ich da noch Ketchup drauf schmieren oder so? Oder Senf? Senf und Ketchup. Hier, Senf oder Ketchup. Ja, Splunch und Senf. Das ist mit Abstand. Ja, aber total dreckig. So, sagen wir mal, hier Cornflakes. Ach. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Lecker, lecker, lecker. So. Ansonsten war's halt. Jetzt dürfte das Ding ja einfach mal abgeholt werden. Wenn nicht, dann sind das hier echt ekelhafte Wärter. Ja. Also die Screen-Animationen dauern hier mal so ein bisschen. Habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Mann, es ist immer noch da. Vielleicht sollen wir einfach mal... weil so kann uns ja eigentlich keiner entgegenkommen. Also gehen wir mal hier rein. Da sind wir jetzt hier. War aber ein bisschen... Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt muss ich ja mal irgendwas getan haben. Hier, das ist doch so langsam... Es ist immer noch da, Mann! Ich habe aber auch nichts mehr zum Vollsauen. Ich kann da höchstens noch einen Kugelschreiber drauf schreiben. Aber das war's. Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Was geht denn da? Da geht doch nichts mehr. Ich kann es höchstens doch anmalen. Da, komm. Hartes Geschütz. Hier kann ich Gläser abwischen. Hier kann ich kein Unheil...
Schade. Hoffen wir, dass es jetzt funktioniert, ansonsten holen wir uns noch einen Stinkdrink. Sofern das geht. Was wäre denn das nächst härtere Geschütz? Jetzt haben wir mit dem Kuli drauf gekritzelt. Mann, ey! Hey, die Bett, ich muss wohl. Da geht doch nichts mehr. Ich kann nicht nochmal mehr Ketchup drauf machen. Oder haben wir hier irgendwas? Nein? Ach, wir konnten es zerschnippeln. So. Abgeranzt, hier mit dem Messer noch einstechen. Mit dem Messer noch drauf einstechen. Dann machen wir mit der Gabel noch ein paar Löcher rein. So. Aufschlitzen. Wo wurde jetzt geschlitzt? Kann ich gerade nicht sehen. Dann kloppen wir es noch weich. Damit verschwende ich nur Wert. Das Bett ist so. Schade. So, jetzt dürfte das aber mal reichen. Das ist doch jetzt total zerfetzt. Jetzt muss es auch spätestens mal gewaschen werden. Wie das Waschen die Schlitze da wieder rauskriegen soll, das weiß ich allerdings nicht. So, wir hoffen. Mann! Gibt's doch nicht! Hey, die Bett, ich muss wohl. Was kann man denn noch machen? Ich hab drauf gekritzelt. Zerschlitzt habe ich es auch. Was können wir denn noch machen? Ja, so, wo kommen wir wieder zurück? Da. Ansonsten ist ja auch echt. Okay, jetzt mal gucken, ob wir vom Barmann noch einen Stinktrink bekommen. Und los geht's, Edna. Ich gehe zu Ausgang. Los, Ausgang. Geh zu Ausgang. Geht's. Ja. Wunderbärchen. Ja, geil. Das ist der Mantel. Oh, das ist der kleine Bügel. Okay. Wir müssen wohl doch aus der Etage rausgehen. Haha. So, jetzt haben wir die Nummer 1 und die Nummer 2 und die Nummer 3 hat der Herr Alumann. Hallo, Herr Mantel. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Ist er jetzt draufgegangen? Das ist ja Herr Mantel. Sachen gibt's. So, jetzt muss ich dem Alumann. Beam me up, Scotty. Genau. Jetzt muss ich dem Alumann. Beam me up, Scotty. Den Kleiderbügel. Können wir. Jetzt nicht. Achso, muss ich vielleicht den Kleiderbügel mit dem. Benutzen? Das sieht gefährlich aus. Mach es! Ja! So. Jetzt sind wir ja schon fast, da kommt der nächste Ausgang. In unserer Elektroschocktherapie drin. Mit denen der arme Tropfi hat, das ist mir auch ein Rätsel. Naja. So. Hallo Mann, ich hab die Nummer 1, Los geht's, ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wunderbar. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ja, ja. Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Oh ja. So, wir gehen aber schon mal hin. Ich frag mich nur gerade, wo Roti und Moti hin sind. Nur für Personal. Nur für Edna. Dann können wir hier wieder rein. Müssen dann. Ah, die schöne Musik. So. Also ich muss echt sagen, Boki, der nächste Ausgang.
Respekt für dieses Spiel. Ist auf jeden Fall sehr witzig gemacht. So, jetzt müssen wir noch ein weiter. Und los geht's. Und ich werde natürlich nach Harveys neue Augen auch, jetzt habe ich schon verraten. Nach Ender bricht aus, werde ich noch Harveys neue Augen spielen. Und was danach kommt, das, das bricht die Zukunft, das weiß ich noch nicht. Man muss jetzt mal alle Optionen da offen halten, wa? Ausgang. Ja. Runter. So, jetzt sind wir hier hoch. So, jetzt kommen wir hier hoch. Geh zu Gang. Zu Gang. Dafür müssen auch mal Harvey einfach mehr mit den Sachen benutzen. Da verpassen wir bestimmt einige Witze. Werden wir gleich mal nachholen. So. Hallo, Man. Ja. Ah, Edna. Endlich. Dann kann's ja losgehen. Wie kannst du bitte eher da sein als wir? Du bist doch nicht an uns vorbeigekommen. Du fühlst dich ja wohl da drüben. Ja, ist wie Urlaub. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Ich habe einen wichtigen Termin. Zu spät. Was? Oh Gott. Wow. Schön. So. Na, das war ja was. Ja. So, aber jetzt sind wir noch endlich für das, ich wollte noch was nachgucken. Wir haben ja gesagt bekommen, wir müssen Tonabdruck vom Generalschlüssel machen. Den Generalabschlüssel, den hat ja nur der liebe Herr Blase. Nicht wahr? So. Dann muss, das muss an. Das Wäscheding muss aus. Sieh das an. Manche sind erleuchtet, je nachdem, ob das Licht. Ja, welches ist denn das? Ach, das ist die Bar. Okay, dann müssen wir erstmal irgendwie die Bar mal wegkriegen. Obwohl, nee, jetzt können wir, wo Peter weg ist, können wir eigentlich anmachen. Ja, so langsam fügt sich alles zusammen. So, zurück in den Gang. Und da lang. So, ganz viel Geklicke hier immer. Und jetzt der Bügel, da oben dran. Ja, da mit dem Bügel da oben dran. Ach, Mann, nicht getroffen. Der Bügel da oben das dran. Das sieht gefährlich aus. Egal. Eben, deswegen, tu es. Edna, just do it. Da kommt der nächste Ausgang. Yay. So. Jetzt dürfen wir doch eigentlich den Adrian im im Münzwürfen schlagen. Hat gerade gedauert. So, du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. So ist es. Wie ich es vorher gesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Wir werden obsiegen zum Wohle des Aufenthaltsraums. So. Ich will es noch einmal versuchen. So, oder Zahl. Kopf. Meine Treue. Es ist
Kopf. Ja. Bist du etwa auch unter die Hellseher gegangen? Ganz recht. Ja, wir werden es niemals herausfinden. Wenn ich denn jetzt die Goldmedaille haben dürfte? Halt, halt, halt. Was? Nicht so schnell. Du hast einmal richtig gelegen. Schön und gut. Aber die Regeln besagen, dass ich eine Chance habe, die Medaille zurückzugewinnen. Wer macht denn hier die Regeln? Was? Aber... Ich tippe auf Zahl. Moment, das... Tja, Zahl. Das heißt wohl... Ich behalte die Medaille. Du Sau! Pech gehabt. Sollten dann die ganzen Elektroschocks umsonst gewesen sein? Was sagst du? Ach, nichts. Noch ein Versuch. Ja, wir können es einfach nochmal versuchen. Ansonsten müssen wir nochmal im Alumann fragen. Ich will es noch einmal versuchen. So, komm. Zahl. Tatsächlich. Jetzt ich töte. Ja, das heißt noch. Vielleicht wollen wir diesmal. So, wir diesmal Kopf nehmen. Tatsächlich, jetzt ich töte. Tja, das heißt noch. Ja, wie machst du das eigentlich? Wie machst du das, dass du ständig gewinnst? Ich weiß es nicht. Es ist einfach eine Gabe. Alles begann an diesem Tag. Ich kann mich nur vage erinnern. Ich reparierte gerade den Blitzableiter auf unserem Dach. Es gewitterte schrecklich. Und die Eisenrüstung, die ich trug, zwickte unangenehm. Immer wenn ich das Schild, auf dem in großen Buchstaben "Ich verspotte dich, Tor" stand, von einer Hand in die andere wechselte. Dann erinnere ich mich nur noch an einen hellen Lichtblitz. Was genau er war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich... Ich ziehe... Was machen wir jetzt? Frau nochmal den. Wo ist denn der? Mann! Was machen wir denn jetzt? Huch, komm mal hier. Ich gehe aber mal zum Cocktail-Typi.